Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir so kleine Quests erledigt und ja, wir haben eine Quest in Syburg ausgelöst, wo wir so einen kleinen Jungen irgendwie gefunden haben, der ja, seine Mutter gesucht hat und die Mutter arbeitet jetzt bei Cellos und ja, dann haben wir noch einen kleinen Jungen gefunden. Das ging irgendwie alles irgendwie so falsch, aber wir haben den auch gefunden und der wollte irgendwie eine Katze haben, weil den sein Opa irgendwie krank ist und sich nicht bewegen kann. Und der will eine Katze sehen, also such mal jetzt eine Katze. So, und hier sind ja welche am Rumlungen an, deswegen gehen wir da ganz schnell hin und gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. So, na? Bitte komm mit mir, bitte komm mit mir mit, um einen alten Mann im Slum von Miltokio zu besuchen. Meinst du Noah? Ich kenne seinen Namen nicht, aber er hat früher die Katze erforscht und er hat einen Enkel namens Weiß. Miau, das ist Noah. Ich will ihn nicht sehen. Warum nicht? Ich will einfach nicht. Ich bin sicher, die anderen sagen dir dasselbe. Nenn uns doch wenigstens den Grund dafür. Miau, frag den Ältesten in unserem Dorf. Okay. Dorf? Katzdorf? Ja, aber ich erzähle einem Freund von Noah nicht, wo er sich befindet. Du musst es schon selbst herausfinden. Na gut, dann finden wir es eben selbst raus, Fiesling. Was mit dir? Ja. Hätte ich mir aber auch schon denken können, ganz ehrlich. Ich hätte direkt da hingegangen dann. Ja, suchen wir uns, such mal hier noch ein paar Sachen, Quets, was auch immer. Ja, was mit dir, Umimi? Ja. Irgendwo hier wohnt doch Cellos, oder? Nee. Obwohl, da könnte ich auch mal nachgucken, hallo? Links ist das Kolosseum, da können wir mal gucken, ob da irgendwas zu erledigen ist. Kann man jetzt überhaupt noch irgendwo Rüstungen kaufen und so neue Klamotten? Ich hab so nicht mehr das Gefühl. In dieser Engelstadt gab es ja leider nichts zu kaufen, das fand ich ein bisschen schade. Ja. Obwohl, hier ist das Kolosseum. Vielleicht gibt es da hier neue Waffen. Nö. Dann. Weiß ich nicht. Standst du schon immer hier? Okay, du hast den ersten Kampf verloren. Lass mich rein, das Kolosseum hat jetzt geöffnet. Also, Miss Killer Body, was? Möchtest du deine Fähigkeiten in der Arena unter Beweis stellen? Was hast du gesagt? Hey, du hast ja das Outfit verpasst, nicht ich. Ich setz. Und jetzt ist es dir peinlich? Hehe. Also wie wär's? Möchtest du teilnehmen? Was für eine Verkaufsmasche ist das denn? Wie wäre es mit einer Erklärung? Warte mal. Naja, ich kann mir schon denken, wie hat. Funktioniert. Hat er jetzt nur... Verdammt. Okay, Killer Body. Schade, war das jetzt nur, weil ich China gesteuert habe, oder was? Verdammt. Das ist bestimmt einige andere Dialoge, ne? So, dann... Weiß ich nicht. Das Kolosseum, das kommt irgendwann noch. Keine Sorge. Nicht mal vorgelesen, vielleicht. Ich hätte eigentlich vorlesen. Mein Gott, mein Kurzzeitgedächtnis. Ja. Der silberhaarige Bogenschütze ist ein Unbesiegt mit 13 Siegen in Folge. Silberhaariger Bogenschütze. Bestimmt eine Tales of Figur, ne? Silberhaariger Bogenschütze. Jetzt auf den Taser gibt es einen Bogenschützen, aber der hat doch nicht silberne Haare, der hat so bräulich. Wenn noch. Jetzt fällt mir da keiner ein. So, gibt es hier jetzt irgendwas zu tun? Oder gibt es da noch viele Tales of Spieler zwischen so Tales of Destiny oder so, weil die habe ich noch nie gespielt. Kann man die sich eigentlich runterladen?
PlayStation Network so mäßig? Ich glaube nicht, ne? Aber wenn, dann würde ich mir sofort runterladen und direkt ein Let's Play darüber machen, ganz ehrlich. Weil die anderen Tales of Spiele interessieren mich auch schon. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, so wie Symphonia und all sowas. Ja, ihr sollt euch hier nicht wieder blicken, das verschwindet sofort, ey. Na. Ist bestimmt noch irgendwas zu tun. Weil das hier so groß. Spülen, waschen, kochen und sogar auftragen. Die Arbeit im Schloss ist anstrengend. Nicht mehr den Kochen anzufangen. Ja. Grace ist seit dem Vorfall mit dem Patriarch noch strenger geworden. Wer ist Grace? Ist irgendwo ein Wunderkoch vielleicht? Ich meine, das Schloss habe ich noch nicht sehr gut erkundet, ne? Deswegen gehen wir hier nochmal nach und alles. Na, Mighty? Das sind halt schlichte Bilder, ey. Ja, mein Hallo. Oh, hi! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist passiert? Ihre Mutter ist aufgrund einer Krankheit zusammengebrochen. Ich will sie gerne gleich besuchen, aber wir haben heute nicht genug Leute da. Das ist ja schrecklich. Ich helfe aus. Colette? Oh Mann. Warum bist du so überrascht? Wenn Colette an ihrer Stelle arbeitet, kann sie ihre Mutter besuchen. Stimmt, aber... Ich werde mich anstrengen und dich so gut wie möglich vertreten. Ich hoffe nur, das Schloss bekommt nicht so viele Löcher ab. Ich mache mir Sorgen. Dann nimm bitte meinen Platz ein. Oh, sehr schön. Was soll ich tun? Hol das Essen aus der Küche. Ja, Ma'am. Sehr schön. So, voll ins Gesicht. Miss Colette, was machst du da? Es tut mir leid. Hol es nochmal. Ja, Ma'am. Jetzt immer wieder, ne? Jo. Ach, genug, hol einen Eimer und mach hier sauber. Ja, Ma'am, es tut mir leid. Ah, was machst du da? Tut mir leid. Der heutige Arbeitstag ist endlich vorüber. Du warst absolut nutzlos. Oh, der Boden ist viel glänzender poliert als noch heute Morgen. Ja, Hoheit? Dank deiner exzellenten Führung arbeiten alle so hart sie nur können. Mein Kompliment. Danke, Hoheit. Miss Colette, danke für deine Hilfe heute. Du hast sehr hart gearbeitet. Als Belohnung bekommst du 100 Gold und diese Uniform. Boah, geil. Super, danke schön. Boah, geil, 100 Gold. Und den Titel Maite halten. Sehr schön. Ist doch noch gelohnt, hier rum zu eiern im Schloss. Skelett, vielen Dank. Geht's deiner Mutter gut? Ja, danke. Miss Grace schien sehr gut gelaunt zu sein. Ja, sie war glücklich, weil sie ein Kompliment von der Prinzessin bekommen hat. Ah, wenn die Prinzessin ihr ein Kompliment macht, wird ihr Lohn erhöht. Oh, deine Freunde warten am Eingang des Schlosses auf dich. Oh, okay, danke. Ah, hast du es vergeigt? Hast du irgendwelche Löcher gemacht? Miss Grace hat mich beglückwünscht, ihr Lohn wurde erhöht. Ich habe eine Uniform geschenkt bekommen und Geld verdient. Oh, das ist toll. Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, jetzt aber keinen Bock nochmal da reinzugehen. Warten wir erstmal. Machen wir erstmal die Katz-Quest. Wer weiß, vielleicht kommen da noch mehr Sachen. Maid. Ein Maid, so ein charmante Dame. So ein charmanter Name, eine Uniform, so eine attraktive Kleidung. Finde ich auch. Wo er ein bisschen komisch aussieht. Wenn wir ganz ehrlich sein sollen. So, dann. Zellos. Du hast ja jetzt eine neue Haushilfe, glaube ich. Also, gucken wir mal. Arbeitet ihr auch fleißig? Das Bankett findet noch nicht statt. Wann findet denn dieses Bankett statt?
Da gab es den Tales of the Abyss auch irgendwie so ein Raum irgendwie in der ersten Stadt. Ja, die Versammlung wird gerade gehalten. Da waren irgendwie das ganze Spiel lang über nur so Leute in so einem Raum drin, die ganze Zeit an so einem Tisch gesessen haben. Die ganze Zeit, das ganze Spiel über. Da konntest du niemand machen, glaube ich. Oh, sind Sie ein Gast? Ja. Oh. Mein Lehrer wird immer zufriedener mit mir. Vielleicht darf ich bald ein Solokonzert geben. Viel Glück. Danke. Mein Lehrer teilt mich noch immer ständig, aber ich gebe nicht auf. Okay, was soll der jetzt? Was soll der jetzt? Na? Bisher. Bisher, bist du sicher, dass du hier nichts sagen willst? Nein, es ist schon in Ordnung. Da ihr hier seid, hätte ich gerne, dass ihr euch ein Lied anhört. Dieses Lied ist. Als ich klein war, hat mir ein nettes, älteres Mädchen dieses Lied vorgesungen. Das ist auch Perseas Thema, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnern, aber durch dieses Lied habe ich die Musik lieben gelernt. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, es singen zu müssen. Danke. Janet hat sich an dich erinnert. Es ist merkwürdig. Ich bin glücklich, aber ich spüre einen Stich in der Brust. Sehr, wenn du die Wahrheit hinter diesem Schmerz erkannt hast, wirst du in der Lage sein, ihr als Mädchen aus Osette zu begegnen, die sie einst kannte. Ja. Gehen wir noch mal rein. Na. Rack. Also wir können ja immer wieder irgendwas machen, aber so ein Payoff scheint es nicht zu geben, leider. Mein Kätzchen ist weg. Ja, tough luck. So, ja, hier gibt's auch was zu tun. Oh Gott. Zelos, man bekommt dich gar nicht mehr zu Gesicht. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Hey, das ist doch das Mädchen, das als Engel gekleidet war. Warum ist sie bei Zelos? Oh ja, tut mir leid. Oh, Sheena ist auch bei ihm. Ich habe euch Leuten aus Mizuho doch verboten, in die Nähe von Zelos zu kommen. Ich bin bestimmt nicht bei ihm, weil es mir Spaß macht. Es gibt ständig diese widerlichen Sachen von sich. Hä, vulgär wie immer. Du redest wie eine Frau im mittleren Alter. Was? Meine süßen Häschen, wenn ihr mich alle liebt, müsst ihr miteinander auskommen, klar? Aber Zellos. Okay. Ich komme dann später bei jeder von euch vorbei. Wir sehen uns dann, ja? Ihr versteht doch, oder? Ich habe nur einen Körper und kann nicht zur gleichen Zeit all meine Lieben schenken. Sinus, du musst dein Versprechen einhalten. Ich werde auf dich warten. Ich habe zwar die Gerüchte über die Ausschweifungen des Auserwählten gehört, aber. Herzog Bryant, ich war 6, als wir uns das letzte Mal sahen. Wie konntest du also diese Dinge über mich hören? Dein Ruf eilt dir voraus. Ich musste dich nicht sehen, um von deinen Eskapaden zu hören. Sogar als ich im Gefängnis saß, haben sich die Wärter erzählt, was für eine Sorte Mann du bist. Oh. Er kann machen, was er will und mit wem er es will, wenn es nach mir geht. Aber ich habe es satt, jedes Mal dasselbe zu erleben, wenn wir nach Tokio kommen. Tu etwas. Ich kann nichts dafür. Die Vögelchen werden von meiner Schönheit angezogen. Dann lass uns dein Gesicht verdecken. Was? Was? Genau, dann werden wir nicht ständig von kreischenden Groupies verfolgt. Wie schade, dass niemand die Schönheit sieht, auf der du so stolz bist. Aber nicht doch, meine Schönheit strahlt von innen und kann nicht von einer Maske verdeckt werden. Nenn mich von jetzt an den geheimnisvollen, maskierten, attraktiven Krieger Zellos. Was ist das denn für eine hässliche Maske? Genau deshalb kann ich euch Bauer nicht ausstehen. Die Liebe einer Frau kann so oberflächlich sein. Der maskierte Kämpfer. Oh Mann. Ja. Oh, da er sich den Titel selbst verliehen hat, kann man seinem Wert nicht unbedingt trauen. Okay. Die Kostüme mäßig hat sich das schon gelohnt in den letzten Parts. Oh, noch ein Kostüm vielleicht?
Auserwählter, ein Abgesandter seiner königlichen Majestät erwartet sie. Was, seine Majestät, der mein Gesicht nie wieder sehen wollte, schickt einen Abgesandten? Worum geht's dann? Hören wir mal an, was er zu sagen hat. Sir Amigo hat recht. Hör zu, mein Name ist nicht Amigo. Ich habe eine Nachricht für den Auserwählten. Seine Majestät bittet um deine sofortige Hilfe. Bitte komm unverzüglich zum Schloss. Ist etwas passiert? Ich kann dir nicht reden. Prinzessin Hildas Leben steht auf dem Spiel. Bitte hilf seiner Majestät. Prinzessin, was meinst du dazu, Lloyd? Ich bin ein bisschen neugierig, was passiert ist. Gehen wir zum Schloss. Oh, okay, wow. Was sollen wir mit den Katzen machen? Ne? So, wo arbeitet die Frau jetzt? Ich passe ja auf, na? Nirgendwo, eine Lüge war das, Lüge. Ich bin wieder zum Schloss. Ich will aber nach Dingens erstmal gehen. Diese Katz-Quest möchte ich erstmal erledigen, weil da müssen wir sowieso nochmal nach Mel-Tokyo. Darf ich sagen, wir gehen jetzt einfach zur Katzinsel oder wo auch immer das war. Ja, eine Insel war, ne? War das in Silverant oder hier? Ich weiß das gar nicht. Jedenfalls gehen wir da hin, holen eine Katz ab. Wird ja wohl irgendwie eine Katz abzuholen sein. Und dann machen wir das hier mit der Prinzessin. So, wo ist das Katzding? Aus der Besinnung. Planänderung, wir gehen doch zum Schloss. Ich jetzt keine Ahnung, wo das ist. Geil, ne? Epic Plot Twist of the Week. So, dann, also nicht, die Prinzessin will was, also gehen wir da hin. Er hat immer noch die Maske auf, also ja. So muss der König ja nicht sein Gesicht sehen. Alles klar. Ha, Auserwählter, gut, dich zu wiederzusehen. Ach ja. Da ihr meine Visage nie wieder sehen wolltet, hätte ich gedacht, es sei eine Zumutung für euch, mich zu sehen. Auserwählter, welch Unverschämtheit. Verschämtheit? Er ist doch derjenige, der von Celis gerettet wurde und es ihm nicht mal gedankt hat. Das kann ich nicht bestreiten. Doch Auserwählter, obwohl ich deine Dreistigkeit sehe, muss ich dich um etwas bitten. Prinzessin Hilda wurde entführt. Prinzessin Hilda? Ist das wahr? Oh, Brian, du gehörst also auch zur Gruppe des Auserwählten. Ja, Hilda, meine Tochter wurde von der Garde des Patriarchen entführt. Diese Typen, sie wollen immer noch Ärger machen? Also weshalb habt ihr nach mir rufen lassen? Sie wollen dich gegen Prinzessin Hilda austauschen. Moment mal, sie wollen, dass Celos ihren Platz einnimmt? Nein, wir können uns auch nicht erlauben, den Auserwählten zu verlieren. Ich möchte, dass ihr vorgibt, den Austausch durchzuführen und sie für ein Fall mal erledigt. Bin mir nicht sicher, ob das so glatt läuft. Ich habe kein Problem damit. Celos, meinst du das ernst? Prinzessin Hilda hat nichts getan, oder? Außerdem ist es eine Gelegenheit, endlich die Dinge mit dem Patriarchen zu regeln. Also gut, wie du meinst, dann helfe ich auch mit. Gut, Auserwählter, hier entlang bitte. Was Herzog Bryant und seine Gefolge angeht, begebt euch zusammen mit dem Soldaten zur Brücke von Tetralla. Die Garde des Patriarchen wartet dort. Oh, okay. Oh, okay. Dann gehen wir da hin, eben. Ja. Hab ich jetzt so spontan entschieden. Ah, Brücke des Patriarchen. Das war doch diese riesige Brücke, ne? Wir auch noch mit Genis hier dieses Quest machen müssen, ne? Zack, zack, zack. Gehen wir mal speichern. Ich habe schon lange gespeichert. Nach diesem Part mache ich auch mal Feierabend für heute. Ich bin schon 2 Stunden am Aufnehmen. Mein Hals, der tut weh. 2 Stunden 27 Minuten. So steht da immer die Zeit. Der Auserwählte und Prinzessin Lila treten gleichzeitig vor. Wenn der Austausch vollzogen wird, heben wir die Zugbrücke. Wird Zellos nicht auch nichts passieren? Ich weiß es nicht. Wir müssen gut aufpassen. Das ist nicht Zellos. In der Maske auf. Du bist nicht die Prinzessin. Ich bin es. Du kannst diese Augen nicht täuschen. Die Prinzessin ist schlanker als du. Kate, was machst du denn hier? Lauf!
Der Patriarch, mein Vater versucht den Auserwählten und die Prinzessin zu töten. Verdammt! Was? Einfach weg. Sie wurden vergiftet. Hey, geht's dir gut? Mein Vater ist im Goratschia-Wald. Ist nicht so schlimm. Uns bleibt noch Zeit. Bringen wir ihn, sie nach Meltokio. Verdammter Patriarch! Ich fasse es nicht, dass er immer noch seine Tochter für solche Dinger benutzt. Wir sollten uns beeilen. Der Patriarch könnte die Prinzessin töten. Goratschia-Wald, stimmt's? Gehen wir. Sir, sind Sie sicher? Sie hassen Halbelfen. Das geht schon in Ordnung. Sie und der Halbelf, der vor langer Zeit meine Mutter umgebracht hat. Sie waren beide Opfer des Patriarchen. Ich höre damit auf, Leute zu hassen, nur weil sie Halbelfen sind. Ich verstehe. Auserwählter. Okay, er hat immer noch die dämliche Maske auf, aber egal. Warum trägst du eine Maske? Warum liegt denn da Stroh? Oh Gott. Vor allem, da passt auch voll zu Zellos, Mann. Also nicht, soll man das nur in dem Part machen? Ja, komm. Ist ja nicht weit, ne? Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. So, dann. Weiß ich nicht. Herr Katzdorf. Ist ja ein Silvan? Da war ein Silvan, ne? Ich meine das aber auch. Goratschia-Wald, Goratschia-Wald. Ja. Warum kann ich mich nicht da importen? Das sollte jedes Rollenspiel irgendwie so haben. Ja, bis war halt auch so. Ich weiß, man andauert irgendwie so Anspielung auf Abyss, aber trotzdem. Lass mich! What? What? Er sieht so auffällig aus. Na komm. Bleib stehen. Los. Woher weißt du, wo? Es war Kate, nicht wahr? Diese Verräterin. Verräterin? Wie kannst du so etwas sagen? Du hast ihre Liebe missbraucht. Das wirst du bezahlen. Ich sagte, wir sollten uns nicht so aufregen. Jo, Patriarch, du sollst jetzt echt aufgeben. Dieses Königreich war von Anfang an für mich bestimmt. Was ist denn falsch daran, es sich zurückzuholen? Aha, das Gerücht ist also wahr. Welches Gerücht? Dass der Patriarch das Kind des früheren Königs und ein Bürgerlich ist. Deswegen konnte er überhaupt erst Patriarch werden. Genau, wenn der Idiot, der jetzt das Land regiert, gestorben wäre, würde mir das Land gehören. Aber ihr musstet euch einmischen. Aber warum hast du die Prinzessin entführt? Für die Prinzessin habe ich keine Verwendung. Ich habe sie nur benutzt, um das Juwel der Auserwählten und den Thron zu bekommen. Deshalb wolltest du, dass ich herkomme. Wenn ich dich hier und jetzt eliminiere, habe ich wenigstens noch eine Chance. Soldaten, wenn ihr sie besiegt, verdoppel ich euren Sold, holt sie euch. Okay, wird ja wohl nicht ein sehr harter Kampf werden, oder? Mal gucken. Na, Wolverine. Mein Gott. Wutsch. Ma. Okay, das war lächerlich. Die Maske. Du. Also gut, wir nehmen dich mit nach Bell-Tokio. Oh, du bist gekommen, um mich zu retten. Nun ja, es. Silas, ich wusste, du würdest mich retten. Tut mir leid, Leute. Halt die Klappe. Silas hält der Titel Ritter. Hat der Auserwählte die Prinzessin gerettet? Klar doch, bringt den Patriarchen nach Valtokio. Euch Prinzessin werden die Soldaten zum Schloss begleiten. Zellos, und du? Keine Angst, ich komme euch später besuchen. Verstehe. Herzog Bryant und Gefolge? Danke. Ich fühle mich echt zurückgesetzt. Ja, die Prinzessin geht mir auf die Nerven. Ach, lass sie doch. Wir sollten jetzt seiner Königlichen Majestät Bericht erstatten. Ich wollte schon sagen, braucht mich bitte leiden, danke. Willkommen, Auserwählter. Willkommen, Herzog Bryant und Gefolge. Ich sagte doch, wir sind nicht sein Gefolge. Der Patriarch wurde offiziell seines Amts enthoben und wird befragt. Ich hoffe, dass damit die Sache mit dem Patriarchen endlich geregelt ist. In der Tat.
Ich habe mich entschieden, einiges zu ändern, damit mich Leute wie der Patriarch nicht mehr ausnutzen. Ich würde gerne mit der Hilfe des Auserwählten und der Kirche herrschen. Auserwählter, möchtest du mich dabei unterstützen? Nachdem ich meine Reise mit diesen Leuten beendet habe, aber findet einen Weg, das Gesetz gegen die Halbelfen, das vom Patriarch erfasst wurde, aufzuheben. Zellos. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas vom Auserwählten hören würde. Hilda. Weiß man deine Stimme? Schon gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas vom Auserwählten hören würde. Es wird seine Zeit brauchen, die Diskriminierung ist tief verwurzelt. Aber die Aussichten sind positiv. Dann werde ich auch positiv in die Zukunft blicken, nachdem meine Reise mit Lloyd vorüber ist. Zellos, zur Feier meiner sicheren Rückkehr und der Wiederherstellung deines Namens wird ein Empfang veranstaltet. Du wirst auch daran teilnehmen, nicht wahr? Ja, in der Tat. Sowohl der Auserwählte als auch sein Gefolge haben gute Arbeit geleistet. Ich habe den Hofdesigner angewiesen, für jeden Kleidung zu entwerfen. Wat? Geil. Wenn sie fertig sind, lasse ich sie zum Haus des Auserwählten bringen. Wir werden euch später das Datum des Empfangs mitteilen. Bitte ehrt uns mit eurer Anwesenheit. Ihr habt wahrlich Gutes geleistet. Mein Dank sei euch gewiss. Sehr schön. Es hat Graz-Klamotten. Sehr schön. Aber nicht mehr in diesem Part. Oh. Ich gehe jetzt noch mal zum Gasthaus, heil mich da und dann können wir den Part beenden. Endlich. Ich noch mal einmal hier übernachten für den Skit. Jo. Oh, Koretto-chan, kawaii na! So desu ka? Nandaka hazukashii desu. So, okay, was auch erledigt. Ritter. Ist er auch mit einem Kostüm verbunden? Ich glaube nicht, ne? Ein Schwert zu beschützen und zu überwachen, der Ritter der Prinzessin. Nö, okay. Dann speichere ich hier und mache dann für heute Feierabend. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.